In Österreich ist kein Zoo und wir können doch den virologischen Versuchskaninchen nicht irgendwelche Karotten in Zukunft schenken. Also das, was die österreichische Bundesregierung mit Hilfe ihrer Schleppenträger von der Sozialdemokratie hier aufführt, ist ja in Wahrheit ein Wahnsinn, ein Wahnwitz. Quasi Menschen nun einerseits nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche die Impfpflicht aufzuheißen und andererseits dann zu sagen, ja, kriegt ihr eh 500 Euro. Zuerst schneiden wir euch die Gurgel durch und dann sagen wir, wird schon aufhören zum Blirten. Der heutige Tag ist ein Tag der Mutlosigkeit, ein Tag der Feigheit. Abgeordnete, die ihrer Verpflichtung, ihrem Gewissen nicht nachkommen und krank zu Hause bleiben. Andere Abgeordnete, die seit mehr als einem Jahr geschworen haben, keine Impfpflicht einzuführen und heute brav wie Bello die Regierungswünsche im Parlament abortieren. Das ist kein Parlament mehr, das ist eine Bruchbude, die nur mehr als verlängerte Werkbank der österreichischen Regierung dient. Da kann man das Kanzleramt und das Parlament gleich zusammenlegen, denn die österreichischen Abgeordneten haben heute nicht mit rumgeglänzt. Gerald, insgesamt kommt jetzt die Abstimmung. Es wird mehr als 80% der Abgeordneten für die Impfpflicht stimmen. Muss man nicht als Demokrat dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen? Nein, muss man nicht. In Österreich ist eine offene Psychiatrie und das bildet sich offenbar auch heute im österreichischen Nationalrat mit Mehrheit ab. Noch einmal, Omikron ist doch der beste Beweis dafür, dass der Gamechanger nicht die Wirkung entfaltet, wie wir alle geglaubt haben. Namhafte Verfassungsexperten wie Professor Busjäger, selbst der Impfpflichtbefürworter Mayer warnen davor, eine Impfpflicht einzuführen, weil sie sagen, sie ist verfassungswidrig. Namhafte Virologen, nicht Schwurbler, Querdenker, Rechtsextreme und Covidioten, wie immer abgestempelt, sondern Professor Kollerich, sagen, diese Impfpflicht ist sinn- und nutzlos. Die österreichische Exekutive will diese Impfpflicht nicht mehr umsetzen. Die österreichischen Polizisten haben genug mit dieser Regierung. Der österreichische Gewerkschaftsbund ist dagegen, die Wirtschaftskammer, die Sozialpartner. Und dennoch lässt Karl der dritte Schmähhammer, vierter Kanzler in Serie, heute eine Impfpflicht im österreichischen Nationalrat beschließen, währenddessen ins Parlament, ja? Und Tschechien im Übrigen die Impfpflicht bereits abgesagt hat. Das kannst du doch auch international keine Menschen mehr erklären. So, danke vielmals, Gerald Gross, für diese Analyse des heutigen Parlamentstags. Wir